Hi, in diesem Video ersetzen wir das da hier gegen das da hier. Wer kennt diese gestellten Szenen? Ach, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, wäre schlecht, wenn ich es nicht hätte. Ich habe hier noch vom anderen Projekt eine Leimholzplatte. Die findet jetzt auch endlich mal Verwendung. Und noch eine etwas neuere Arbeitsplatte. Eine etwas neuere? Okay, sie ist ganz neu. Die Maße findet ihr unten in der Videobeschreibung und der Rest sollte selbsterklärend sein. Los geht's! Ja, also selbsterklärend ist hier nichts. Hier fange ich an, die ganzen Arbeitsplatten erstmal aufzutrennen. Das ist die Deckplatte und die Bodenplatte. Das ist zum Beispiel ein riesen Vorteil von einer Formatkreissäge. Ich kann riesen Platten ohne Probleme handeln. Hier säge ich die seitlichen Wangenteile vom Tisch zu. Das ist wichtig, dass ihr die alle mit der gleichen Einstellung sägt, damit sie nachher alle dasselbe Maß haben. Hier säge ich die Wangenteile jetzt aufs richtige Maß. Das ist in meinem Fall 1,18 Meter, weil der Tisch 1,18 Meter breit wird. Hier stelle ich mir schon mal das richtige Maß ein für die linke und rechte Seite vom Tisch. Die sind in meinem Fall 32,2 cm breit. Hier fange ich übrigens an, die 28,2 breiten Streifen zu schneiden. Die sind für die Ablagen. Im nächsten Clip seht ihr mich, wie ich eine kleine Nut fräse. Das musste ich machen, weil meine Scharniere zu lang waren. Dann habe ich angefangen, das Ganze mit Lamellos zu verbinden. Es hat relativ gut geklappt. Ich bin kein Profi in Lamellos setzen, deswegen zeige ich das hier mal nicht. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich die oberste Platte vom Tisch zersäge. Das hat einen ganz speziellen Grund, den werdet ihr gleich sehen. Hier kommen wir jetzt zu den Scharnieren. Die waren mit der Montage relativ leicht. Die Bewertungen konnte ich da nicht ganz verstehen, aber wie gesagt, ich musste die kleine Nut auf der rechten Seite fräsen. Hier seht ihr mich beim Versuch, in eine Holzplatte einen Griff reinzufräsen. Kleiner Spoiler vorweg, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Hier seht ihr mich, wie ich die Formatkreissäge auf 46 Grad einstelle. 46 Grad kann ich vorne noch nicht. 45 Grad kennt man ja von den ganzen anderen Sägen. Das habe ich deswegen gemacht, dass die unterste Platte nicht so massiv wirkt. Ja, mir sind hier ein paar Aufnahmen abhanden gekommen. Ich habe die Ablagefächer und den Kasten mit dem Scharnier einfach mit Jig-Holes verbunden und dann kommt ihr bei dem Endergebnis raus. Nach dem Schleifen kam dann der Holzwurm auch noch auf die geniale Idee, eine Phase mit der Oberfräse dran zu machen. Ihr solltet, wenn ihr Kugelanlauflager benutzt, schauen, dass ihr euch den Griff nicht wegfräst. Mir ist das Ganze passiert. Hier seht ihr mich beim Versuch dabei, das Ganze wieder auszubessern. Ich habe da gerade mit etwas Handarbeit, Stechbeitel
und viel Geduld. Das waren insgesamt, ich glaube, eine Stunde lang hin und her habe ich es dann geschafft, ein Stück Walnuss einzuarbeiten. Ich habe das quasi schön ausgearbeitet, Pinsel, Leim und dann das ganze Stück Walnuss rein. Cool, das hat sich sogar gereimt. Hier seht ihr mich noch beim Zurechtsägen vom Sockel. Wie gesagt, alle Maße sind in der Videobeschreibung. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze aus Akazie zu machen, einfach um wirklich einen schönen Kontrast reinzubringen zwischen der Eiche und der Akazie, also was eher hellem und was eigentlich eher dunklem. Das passt auch relativ gut, sieht gut aus, ihr werdet es ja gleich sehen. Den Sockel habe ich mal wieder mit Chickholz gemacht, ich liebe dieses Tool. Genau. Hier mache ich jetzt auch noch Möbelgleiter unter das Ganze. Ich habe mir überlegt, sie zu schrauben, weil mir die Klebedinger immer abhauen. So, der Couch ist... Ach, Dirty Dancing! Dongsy Dingsy, ja. Der Couchtisch ist jetzt fertig. Ich würde sagen, ich bringe ihn jetzt rüber, öle ihn ein und dann blende ich euch noch ein paar Bilder ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 19 Uhr. Bis dahin, hau rein. Hier fange ich an, den Tisch einzuölen. Das Ergebnis wurde wirklich wunderschön, wie ich finde. Ich hoffe, dir gefällt es auch. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich echt sehr freuen. Übrigens, den Sägeschnitt sieht man nicht, aber das wirst du jetzt gleich sehen. Das wurde wirklich perfekt mit der Säge 1A. Sie ist gebraucht, also es gibt auch gebrauchtes gutes Zeug. Dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt das Endergebnis.